Artefakt. Verdammte Kacke. Ja, beruhig dich doch mal, Mann. Die Mietpreise explodieren. Ja, ich weiß. Niemand kann sich das mehr leisten. Ja. In Berlin in den letzten 10 Jahren. Fuck, verdoppelt. Wer soll sich das noch leisten können, Mann? Es sei denn, du willst auf einer Parkbank leben. Dein Will ich nicht. Ja, oder dein ganzes Gehalt für nur 25 Quadratmeter in einer Bruchbude bezahlen. Ja, oder man wohnt wie du bis Ende 20 bei der Mom auf dem Dachboden. Hey. Wieso erhöhen sich ständig die Mietpreise? Das ist nicht gerecht! Nicht gerecht? Willst du lieber unter der Brücke pennen? In deiner eigenen Pisse! Aber die Wohnung, die wurde noch nie saniert. Die Wände sind voller Schimmel. Ah, du kannst ja deine Hände an einer brennenden Tonne draußen wärmen! Genau genommen funktioniert die Heizung seit Monaten nicht mehr. Scheiß dich nicht ein! Die Rohrleitungen sind auch verstopft und ich muss immer aus dem 7. Stock vom Balkon meine Scheiße in Eimer. Da hat er es! Du hast einen Balkon! Niemand hat einen Balkon zu diesem Preis, okay? Okay. Zahl die Miete pünktlich. Ja. Übrigens, dein Parkplatz ist gestrichen. Er parkt jetzt Juri. Ja, okay. Jetzt kommt mein Einsatz. In Paris wurde um das Jahr 1400 ein hoher Rat der Liebe einberufen, der sich mit Liebesverträgen und Untreue beschäftigte. Ist das echt ein Fakt? Ich weiß nicht, ich bin neu in der Moderation, das ist alles ein bisschen... Das Beglücken mit dem Mund ist erlaubt, würde ich sagen. Also keine Untreue? Keine Untreue. Für den Mann? Für den Mann. Für den Mann. Notiert. Und was ist, wenn ein Mann eine Dirne auf einer Straße von hinten nimmt? Keine Untreue. Für den Mann. Für den Mann. Für den Mann. Und was ist, wenn eine holde Maid gegen ihren Willen geküsst wird? Definitiv Untreue. Untreue, ein Fall für den Henker. Ja, für die Frau, für die Frau. Für die Frau. Nicht für den Mann. Warum liegt hier eigentlich überall Stroh? Grundsätzlich lassen sich Arbeitsverträge personen-, betriebs- oder verhaltensbedingt kündigen. Ja. Hey Dan. Ja? Ich dachte mir, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um dir zu sagen, dass ich während der Klopapierknappheit in den letzten Monaten die ein oder andere Rolle mitgehen lassen habe. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Ach nein. Und Cut. Das hier ist alles Papierkram, aber die Warenwerte bei uns, die laufen über Moor. Ich sag dir mal, was ich verarsche. Jetzt mal den Micha. Micha, komm mal rein! Guten Tag, Chef. Micha, bitte setz dich. Wir müssen reden. Jetzt machen Sie mir Angst. Nein, Micha, aber du bist gefeuert. Bitte was? Ich bring dem Unternehmen hohe Umsätze. Ich brauch den Job. Meine Tochter hat Krebs. Die Entscheidung ist endgültig. Du hast nämlich geklaut. Geklaut? Ja, ich hab hier noch nie geklaut. Ich hab höchstens mal was für private Zwecke ausgedruckt. Ja, haben wir's. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Bitte geh jetzt. Ja. Das kannst du, wie gesagt, zur Personalabteilung geben. Die füllen den Bums für dein Dings aus. Wenn du Fragen hast, ne? Also ich verstehe die Leute ja nicht, die 20 Wecker stellen, um aus dem Bett zu kommen. Alter, ich mach das. Echt, wieso? Besser als früher, wo die Wecker nur um 1 Uhr klingeln konnten. Ey, 4 Uhr morgens? Was macht man um 4 Uhr morgens? Geil, schon wieder 4 Uhr morgens. Zeit für einen Snack. Leute, ein Durchbruch in meiner Abnehmstrategie. Mit 3 Minuten Zähneputzen verbrennt man ca. 10 Kilokalorien. Ich sag nur, Sixpack, ich warte auf dich. Alter, wie viel Diäten machst du eigentlich schon in deinem Leben? Mach doch mal Sport wie normale Menschen. Yo, Dan, wie läuft's mit deiner Diät? Ey, klasse, Bikini-Figur, ich komme. Also manche Leute haben Angst vor Spinnen, manche vor Höhe. Und dann gibt es Leute, die haben Trypophobie. Also die haben Angst vor Löchern. Das ist ziemlich beschissen. Oh ja, du sagst es, Mann. Wegen Sex und so, ne? Ja. So, jetzt kann's losgehen, ne? Ja, steck ihn rein und fick mich. Okay. Ah! Ah! Was ist denn? Gar nichts, alles gut. Also können wir weitermachen? Ja. Oh, ich muss auch ins Büro. Oh, yeah. Aber es ist doch Sonntag. Ich muss was ausdrucken für morgen. Oh, das kann warten. Die Mikrowelle. Ich hab noch was in der Mikrowelle. Tschüss. Und das war nicht mal das schlimmste Date diese Woche.